Das 2021er Husqvarna Hardcross HC6 mit Shimano Deore 10-Gang-Schaltung und dem wunderbaren samtweichen Shimano EP8 Motor. Und hier ist der Lukas. Hallo Lukas, grüß dich. Ja, ich habe gehört, du machst jetzt gleich einen Wheelie damit, oder? Ich versuch's zumindest. Ja, du darfst. Leg los. Ja, darfst es neben Wheelie machen. Jetzt schon, ja. Genau, es ist nämlich kalt draußen. Ungefähr wie viel Grad haben wir? Ja, unangenehme Temperaturen. Das hat gestern Abend noch geschneit hier. Wie du siehst, nicht liegen geblieben, aber... Genau, er hat nämlich eben gesagt, wie... Was ist da gerade gekommen? Das Auto sagt irgendwie 3 oder 4 Grad, aber ja. Es liegt überall Schnee. Wir sind in Gießen bei Switchbike und es ist auch schön nass. Das heißt, wenn er sich legt, dann... nee, er kann's. Wie cool. Weil was ist denn der Trick bei Mili? Du weißt es? Der Trick? Ah ja, dass du deinen Schwerpunkt hinter die Hinterachse bekommst und dann über dem Drehpunkt der Hinterachse balancierst. Also siehst ja, sein Hintern ist immer vor und hinter der Hinterachse. Und je nachdem, wie man das balanciert, kann man ihn verlängern. Und je nachdem, wie gut man das eben im Griff hat, kann man es dann auch, wie der Lukas gerade vormacht, wunderschön. Sehr schön, wenn man nicht gerade gegen den Blumenkübel. So, dann hätte ich gern, dass du auf den Blumenkübel mal springst. Schaffst du das? Das wird nichts. Das wird nichts, ist nicht so schlimm. Lukas, richtig. Genau. Ist denn schön kalt? Es ist frisch. Ja. Komm, dann gehen wir nochmal rein. Hast du gut gemacht. Und ich glaube dir jetzt, dass du es kannst. Weil bei uns fahren immer so die ungefähr die 7- bis 13-Jährigen. Die fahren in Saarbrücken grundsätzlich auf dem Hinterrad durch die Fußgängerzone. Das ist aber auch cool, wenn man es kann. Ist gar nicht so schwer, oder? Ja, die Frage ist eben immer, wen man damit gefährdet. Also ich würde es lieber auf einem Gelände machen, wo mir nichts im Weg steht, aber die Motivierten versuchen es eben auch im Straßenverkehr und das ist natürlich sehr risikobehaftet. Ist nicht teuer, es kostet nur 2 Vorderzähne. Ja, ja, du fährst schon lange Fahrrad? Ja, also jetzt in letzter Zeit weniger. Warum? Weil ich studiere. Was studierst du? Sport und Arbeitslehre, Lehramt. Kann man Sport studieren? Ich habe gedacht, das wäre... Doch, geht. Ja, doch, für die Sportlehrer ist das ja notwendig. Okay. So, wenn die das irgendwann mal sehen, im Jahr 2120 und dann kannst du sagen, hier, ich habe einen Wheelie gemacht. Ist das schön, mit dem Motor einen Wheelie zu machen? Weil es ist ja schon recht schwer, oder? Ja, vor allem dadurch, dass der Akku vorne liegt, hat man den Schwerpunkt sehr weit vorne. Das heißt, man muss mit dem ganzen Rad ein bisschen höher. Du bist ein bisschen außer Atem. Ja, das war anstrengend. Gott. Alter von dir? 28. 28, ja. Da zählst du ja schon zum alten Eisen in der Willi-Generation, oder? Ja, mittlerweile. Okay, und einen Bikepark würdest du damit fahren? Ich würde es gerne mal ausprobieren. Okay. Ich bin lange nicht mehr gefahren, aber es ist auf jeden Fall noch ein Ziel von mir. Ja, wir haben ganz viele Spezialisten von Switchbike. Bornemann aus Gießen. Wer bist du? Ich bin der Martin. Morgen. Hallo Martin und hier der oberste Chef. Ich habe das Gefühl, du hast ein bisschen abgenommen. Kann das sein? Kilo vielleicht. Okay. Stell dich mal vor. Ja, Majid von Switchbike Bornemann, der Juniorchef. Grüß dich, Sven. Ja, sehr schön. Ja, die guten Vorsätze sind da, aber ich denke mal, wir reden mal über das Fahrrad. Das ist ein Hotseller, oder? Ja, das ist der absolute Bestseller momentan bei uns. Frisch vor Neujahresbeginn geliefert worden, nach Weihnachten, also zwischen den Jahren. Und die Nachfrage reißt nicht ab nach dem Fahrrad. Trotz Santurgabel? Es ist keine normale Santurgabel. Welche ist es denn? Die können wir uns, glaube ich, nochmal angucken. Also wir haben das, was das Fahrrad so besonders macht, ist ja das Hardcross. Heißt, wir haben hier extrem viel Federweg. Wir haben hier 170 mm Federweg. Und es ist eine Santur mit 36er der Durchmesser vom Tauchrohr, genau. Die Beschichtung, die jetzt bei diesem Santur dabei ist, das ist die gleiche, die bei Fox Kashima drauf ist. Die wird auch von Firma DuPont geliefert. Fox hat sich natürlich die Beschichtung patentieren lassen in dieser Farbe. Das heißt, Santur kann diese Beschichtung nicht in Gelb haben. Aber es ist die gleiche, die halt quasi DuPont für Fox auch produziert. Du kannst mir jetzt nicht viel erzählen. Also die Kashima-Beschichtung, die muss doch gelb sein. Nee, muss sie nicht. Ja gut, die haben es ja, also es ist eine Beschichtung, die sie dann
mit Farbe Gelb gemischt haben und dann ist es quasi in Kashima getaucht worden und patentiert worden. Weil so sieht die irgendwie so aus wie aus dem Aldi für 5 Euro. Aber es ist wirklich die Original-Kashima-Beschichtung, die auch... In schwarz, das hat auch die RockShox ZEP drauf, also es ist die gleiche Beschichtung. Das wird alles von Firma DuPont quasi geliefert. Okay, nee, Spaß beiseite. Santur baut günstige Gabeln und auch High-Tech-Gabeln, kann man das sagen? High-End-Gabel, das ist auch einer der älteste Gabelhersteller überhaupt. Die gibt es schon seit über 100 Jahren in Japan. Und was die Japaner bauen... Jetzt kommen echt 100 Jahre. Gibt es Santur? Ja. Okay. Und was die Japaner bauen, kann nicht schlecht sein. Das ist die Frage, wie die auf den Namen vor 100 Jahren kamen. Santur. Es waren noch zwei Firmen, so wie ich es bei der Schulung mitbekommen habe. Es gab erstmal die Firma Santur und dann irgendwas anderes. Und die haben sich dann irgendwann mal zusammengetan und haben sich SR Santur quasi genannt. Ja, Preis 4.800 Euro mit 19% Mehrwertsteuer. Das 16%, habt ihr es gemerkt? Es ist vorbei. Genau, haben wir auch gemerkt. Ja. Ab dem ersten. Komm auf den Motor. Wir haben ihn letztes Mal gelobt. Über alle Maßen. Jetzt frage ich mal hier den Lukas. EP8, der geht? Der ist sehr sanft. Der geht auch gut. 85 Newtonmeter sind auf jeden Fall genug Drehmoment. Das merkst du auch. Ja, das merkt man. Ohne Motor wäre das bei dem Gewicht, also wenn du den jetzt ausmachen würdest, den Motor wäre es ein bisschen schwieriger oder es würde gehen, das Wheelie? Ohne Motor, ohne alles, würde, denke ich, sogar ein bisschen leichter gehen. Warum? Nee, wenn der Motor drin wäre, du würdest nur Motor ausmachen, meine ich. Achso, der war eben auch aus. Wenn der Motor an ist, ist es ein bisschen schwieriger, weil... Aber du bist ohne Motor den Wheelie gefahren. Ja, genau, ohne Motor. Der schiebt ja ein bisschen... unkontrolliert, würde ich mal sagen. Also ich kann das mit den Füßen ein bisschen besser dosieren. Als wenn der Motor noch mitschiebt. Ist eigentlich der Trick, ist auch die Bremse zu benutzen beim Wheelie so ein bisschen? Genau, also wenn man das mit der Bremse gut drauf hat, dann kann man das auch mit Motor fahren, habe ich vom Martin heute erfahren. Okay. Müsste ich mal üben, aber ich habe es mal kurz ausprobiert, das war aber bei mir noch sehr unkontrolliert. Ja, Dämpfer, Majid, komm mal zu mir. Auch Santur, auch ganz toll. Ganz toll. Also vorne haben wir den Duralox 36er und hinten auch mit den hochwertigsten Gabel von Santur quasi auf dem Markt, mit dem Überlaufbehälter und das Ganze auch mit 180 mm Federweg, das steht ja auch hier, durch diesen Mechanismus, die halt quasi Husqvarna baut. Der Horstlink. Der Horstlink. Genau. Hier vorne. Und hier vorne steht so. EP8, ja. Genau. Vorteil ist, also du hast gerade Gewicht angesprochen, der Motor wiegt nur 2,7 Kilo. Also er ist extrem leicht, spielt in der obersten Liga mit, 85 Newtonmeter. Und im Vergleich zu dem Vorgänger, der E8000, der Motor ist kleiner geworden. Heißt, ich habe jetzt noch mehr Freiheit, Bodenfreiheit, wenn ich richtig im Gelände fahren will. Das sind so Steine, wo du mal drüber fährst und so, genau. Aufsetzt. Das sind jetzt nicht 20 cm oder 30 cm, das sind trotzdem 2-3 cm, die natürlich nochmal helfen, wenn der Motor kleiner wird. Der Motor ist auch extrem leise, den können wir gleich nochmal fahren. Der EP8 ist auch sehr smooth, also ja, ein gelungener Motor, sagen wir so. So, der Rahmen ist Carbon? Nein, Alu. Alu? Weil die da ziemlich wilde Sachen gemacht haben, das geht eigentlich gar nicht mit Alu, denke ich mir, aber es ist gut gemacht, oder? Ist gut gemacht und... ja, du siehst auch die Schweißnähte nicht. Also sie sind auch alle nochmal verarbeitet worden. Oh. Ja, es sieht wirklich aus. Sieht täuschend echt aus. Wenn du mal gerade so mit dem Finger mal so ein bisschen drauf tippst, dass man mal das Geräusch mal hört, die er macht. Ja, auch das könnte ja fast Carbon sein, wo vom Geräusch her. Sehr, sehr, sehr dünn, oder? Sehr, sehr dünn. Aber der Husqvarna-Rahmen, der ist extrem robust. Das sieht man auch, wenn du es dann gleich auch hochhebst. Das macht auch Husqvarna aus. Die legen viel Wert auf den Rahmen. Und es hat auch ein Alleinstellungsmerkmal, der Husqvarna-Rahmen. Vorteil, ja gut, das Vorteil, aber das, was sie noch machen, was zu deren DNA quasi gehört ist, die legen halt den Motor komplett offen. Was halt andere verstecken. Offen heißt, man sieht ihn. Also man sieht ihn, genau. Die legen es extra auf und der Motor hängt quasi unten an einem Rahmen. Hat Vorteile, Kühlung. Und in der Werkstattmeister, wenn was ist, kann das besser. Zip-Zap, 3 Minuten, Motor getauscht. Zwei Schrauben. Ja. So, kommen wir mal auf die Schaltung. Eine Diore. Diore 10 lang haben wir jetzt hier verbaut. Und bei den Bremsen haben wir dann die Tektro Orion. 4 Kolbenbremse, also eine sehr bewährte Bremsanlage, was halt auch sehr gut bei den Leuten ankommt und sich ja einen guten Namen gemacht hat. So, kommen wir auf die andere Seite. Bremsanlage haben wir eben schon gesagt, die packt zu und da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Also Top-Komponenten verbaut, die Laufräder?
Die Laufräder sind von Husqvarna selbst produziert worden. Das sind auch Hohlkammerfelgen quasi. Das sind auch sehr hochwertig. Wir hatten bis jetzt gar kein Problem. Das Fahrrad ist halt beliebt wegen dem 180 mm Federweg vorne und hinten. Es ist halt ein E-Enduro. Vorne, hinten 27,5 haben wir noch bei den Reifen. Da können wir auch die neuen Reifen von Schwalbe drauf machen. Das sieht dann auch gut aus mit dem Gelb, die Skinwall-Reifen. In Gelb gibt es ja auch. In Gelb. Ja gut, so Goldgelb. Goldgelb. Noch. Ne, habt ihr hier? Nee. Die haben wir jetzt alle fast verkauft. Guck mal hier hinten, ob ich noch eins habe. Ja, Skinwall, dass die Leute sich ungefähr mal vorstellen können, wie das aussieht. Gut, das sind halt diese neuen Retro-Reifen, sagt man ja auch noch dazu, die dann quasi an der Seite. Ja, genau. Man kann es jetzt nicht so richtig vorstellen. Man müsste es eigentlich mal montiert sehen, aber da haben wir Videos zu gemacht. Das letzte Mal waren ja Skinball-Reifen drauf bei euch. Genau, bei dem Trailway 11.0 waren ja welche drauf und die können wir auch natürlich hier drauf tun. Genau, da vorne sind sie sogar montiert, sehe ich gerade. Skinwall, der neue Effekt. Das heißt, irgendwann ist der Reifen eh kaputt oder fertig und dann kann man dann auch Skinwall drauf machen. Oder und am Anfang auch, wenn die Leute sagen, hier, wir hätten gerne am Anfang schon die drauf. Die kann man bei dem Gelben auch drauf machen. Hat man schon mal gemacht. Das sieht schon sehr gut aus. Preis von dem Skinball? Unterschiedlich. 40 bis 80, 90 Euro. Okay. Und tun wir dann quasi immer kostenlos am Anfang drauf, wenn die Leute das wünschen. So, zeigen wir es mal. Das Fahrrad wird wo zusammengebaut? Unterschiedlich. Also es gab jetzt bei den EP8-Motoren Lieferschwierigkeiten. Die wurden dann in Europa noch dran gebaut, in Bulgarien. Aber der Rahmen kommt nach wie vor aus Taiwan. Da sitzen ja die ganzen. Nee, ich meine, jetzt hier das Finish, das wird hier in Europa gemacht oder kommt das Wichsen fertig rüber? Unterschiedlich. Bei manchen Produkten, das wissen wir auch nicht. Also bei manchen Modellen kommt das halt aus Taiwan und bei manchen werden das halt auch in Europa gemacht, in Bulgarien, wo auch die Rahmenräder hergestellt werden. Aber dieses Mal, die ganzen Motoren, die wurden da montiert, weil ja es eine Lieferschwierigkeit gab weltweit bei den Motoren. Aber das ist schön, das heißt, ihr müsst jetzt nicht noch 5 Stunden nacharbeiten beim Aufbau. Nee, also die Husqvarna-Modelle nach wie vor sehr gute Qualität, wenn die bei uns geliefert werden. Die sind sehr gut montiert und die machen uns eigentlich am wenigsten Probleme. Prima. So, ich werde dich gleich zwingen, den mal rauszunehmen, den Akku, das kennst du ja schon. Aber vielleicht gehen wir mal kurz aufs Display ein. Das ist alles, ich sag mal, bei Shimano sehr, sehr nüchtern, sage ich jetzt mal schon fast. Es ist ein kleines Display, das ist gewünscht. Also die Leute möchten kleine, schicke Displays haben, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt in 47 Farben leuchtet mit allem drum und dran, sondern es funktioniert einfach. Also es ist einfach, das ist auch der neue Display, es ist auch ein bisschen kleiner geworden. Ne? Man sieht es, es ist vollkommen ausreichend. Wenn du im Gelände bist, brauchst du kein Navi, du hast einfach nicht die Zeit oder die Aufmerksamkeit, jetzt auf den Navi zu gucken und. Man kann natürlich einen Handyhalter mitnehmen. Vorteil ist, wenn du dich jetzt auf den Boden hinlegst, dann reißt das Display nicht ab. Und es hat das Nötigste halt immer da. Ja, wenn du gerade so lieb ist, dass du mal einschaltest, geht's? Schauen wir mal, ob er geht. Genau, da ist der zentrale Schalter, wie beim Auto. Können wir ja von Husqvarna und dann genau. Wir haben die verschiedenen Modis hier. Also wird dir angezeigt, gehört die Balken off. Das ist ein bisschen gemein, weil es so hoch steht. Ja. Also das heißt, ich habe drei Unterstützungsstufen. Genau, und bei Shimano 3 Unterstützungsstufen, heißt aber nicht, dass er weniger unterstützt wie Bosch oder andere Hersteller. Die gleiche Range wird einfach bei anderen Herstellern zum Beispiel durch 5 geteilt. Bei Shimano gegen die einfach durch 3. Reicht auch vollkommen. Automatikmodus, gibt es was? Bei Shimano nicht. Also ein Lichtschalter ist dran. Kann man das Licht nachrüsten, wenn jetzt einer sagt, ich will vorne noch eine kleine dezente Lampe am Lenker haben? Man kann ein Licht nachrüsten, aber der Lichtschalter ist eigentlich für die Trekking-Modelle dann quasi gedacht, weil das ist das gleiche Display, da ist automatisch immer ein Licht dabei. Aber bei den Mountainbike-Modellen kann man auch ein Licht nachrüsten. Der wird dann natürlich auch durch den Akku. Aufwand nachrüsten? Stunde, zwei? Gute zwei, ja. 1,5 bis 2 Stunden. Okay, ist schon Aufwand, das heißt, der muss die Kabel nachziehen. Muss aufgemacht werden, dann muss ein Kabel nachgezogen werden. Macht der Werkstattmeister ungern, aber ab und zu mal, wenn die Kunden sich das wünschen. Ach, der macht das ungern? Ja. Okay, also ich würde jetzt allein aus Protest, würde ich jetzt schon mal die nächsten 20 mal mit Lichtnachrüstung bestellen. Genau, noch mit GPS, dass man noch ein GPS reinmacht. Geht das auch? Geht auch, aber bringt tut es leider nicht so viel. Also es ist geht, aber bringt nichts. Wenn es ein Teller ist oder ein Container oder halt... Ja, ach so, GPS, halt Diebstahl. Genau, Diebstahl. Okay. Es ist nicht so genau und da gibt es auch sehr viele Dokus im Internet, kann man sich anschauen. Da das nicht funktioniert. Genau, dass es nicht so viel bringt. So, unten ist Ladebuchse. Zeig mal bitte.
Das heißt auch hier, das Laden geht auch direkt im Akku, den kann man rausnehmen. Das machen wir jetzt direkt mal. Das kennen wir schon, das leidige Akku rausnehmen. Ihr habt es geübt. Denn ja, also mittlerweile das Problem von Husqvarna ist, die hatten ja in der ersten Serie ein paar Kleinigkeiten. Das Schloss hat ein bisschen Probleme gemacht vor 2-3 Jahren, aber mittlerweile ist es behoben, ist es gar kein Problem. Also drehen an der Rändelschraube, dann kommt die Klappe runter, nehme ich an. Ja. Und dann kommt dir der Akku fast entgegen, oder? Wir müssen halt komplett nach oben machen jetzt und dann, genau. Applaus. Dankeschön. Das ist sehr schön. Wenn du mal kurz rausnimmst, kannst, ist auch eine Ladebuchse an dem Akku dran direkt? Also du hast hier dann den Adapter, ja, der mitgeliefert wird, damit du von, du siehst ja, dass der Kontakt hier ein anderer ist als auf dem Akku. Ja. Und damit du den Akku dann auf dem Hotelzimmer laden kannst und nicht das Fahrrad mitnehmen musst. Der ist dabei. Nee. Ja gut, ich denke jetzt auch, wenn ich jetzt mal ein Wohnmobil habe, wo ich jetzt keine Fahrradgarage habe und mach's hinten drauf und der Fahrradträger, der packt halt etwas weniger. Was denkst du, was der wiegt ohne Akku, das Fahrrad? Das sind 3 Kilo weniger und das Fahrrad wird dann 23 Kilo, denke ich mal. Oder, nee, ja, 21 Kilo. 21 Kilo. 23 mit Akku. Ja. Und den Akku sollten die Leute auch, wenn sie den Träger drauf machen, immer abmachen. Es ist halt auch ein Gefahrgut. Wenn hinten jemand mit Geschwindigkeit aufprallt, dann explodiert auch der Akku. Okay, verstanden. Er kann explodieren. Wird mit hoher Wahrscheinlichkeit explodieren bei einem Unfall, weil ja die Plus- und Minuspole dann quasi sich kurz schließen und dann geht eine Kettenreaktion los. Zelle nach Zelle werden die dann auf. So, und ganz Hessen wird explodieren dann. Ja, schauen wir mal. Ja, aber das ist Akku war. Aber es ist wahr, es ist halt ein Gefahrgut. Viele Leute unterschätzen das. Auch wenn es einmal auf den Boden fällt, sagen wir dem Kunden, oder von der Treppe, es ist ja auch rutschig, es hat keinen richtigen Griff, dann sollte der Akku immer ausgetauscht werden und außerhalb des Hauses halt auch gelagert werden. So, Lieferbarkeit, das große Thema. Jetzt filmen wir das Ding. Das ist natürlich schon verkauft. Du kriegst doch dieses Jahr keine mehr, oder wie sieht's aus? Sehr schlecht. Also wir haben noch ein paar Stück und die Leute, wir haben ja jetzt auch Lockdown, die Leute rufen an, bestellen das oder kaufen per E-Mail oder telefonisch, holen es dann bei uns vom Laden ab oder wenn es. Aber du hast noch welche? Wir haben noch ein paar Stück, aber es ist ja keine großen Stückzahlen. Okay. Am besten anrufen, sich erkundigen hier, genau, das ist E-Mail schreiben. Oder E-Mail schreiben, info@switchbike.de, gucken, welche Rahmengröße noch da ist. Eins definitiv reservieren lassen und nicht warten. Also hier, lange wir warten, es gibt jetzt auch eine Containerknappheit auf der Welt. Das heißt, Eine Containerknappheit? Ja genau, es wurde monatelang nichts verschifft nach Europa. Und jetzt alles auf einmal. Jetzt ist die Nachfrage hier gestiegen, auch bei Baumärkten, Fahrradläden und jetzt wird alles auf einmal verschifft und es gibt keine Container. Die Preise sind von 2.000 Euro auf teilweise 13.000, 14.000 Euro hochgestiegen. Also Majid, was du alles weißt, ja, Containerknappheit. Hast alle mitbekommen eigentlich, wenn man es googelt. Ich gucke keine Nachrichten mehr in der heutigen Zeit, da kannst du einfach keine Nachrichten mehr gucken. Das ist nicht so mein Ding. Ja, schön. Also hier steht's zum ein Schnapper, 4,799, aber jetzt ohne Witz, das ist in der Preisrange. Ist das bei der Ausstattung sogar noch recht günstig? Ja genau, also wir haben hier 180 mm Federweg, wir haben den 630 Wattstunden Akku, wir haben den EP8 Motor, Deore 10 Gang. Ich zeig mal gerade das hat keinen Motor und das ist auch ein ganz tolles Produkt, werden wir gleich mal filmen. Können wir gleich auch machen, genau. Genau, mach mal und es kostet 4.000 Euro und gut, die Komponenten jetzt ein bisschen anders, aber nur, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis, weil viele sich beschweren und sagen, mein Gott, hier 4.800 Euro für ein Fahrrad, das muss man nochmal kurz aufklären. A, man kann es natürlich leasen, finanzieren und so weiter, aber es ist ja freie Marktwirtschaft, du hast ja BWL studiert. Und das Angebot und Nachfrage, man muss es ja nicht kaufen, du zwingst ja keinen, oder? Die Leute kommen tatsächlich freiwillig. Die Leute kommen wirklich freiwillig und es ist auch eine Nachfrage da. Es ist, also das Fahrrad ist auch noch sehr günstig in der Enduro. Es geht teurer. Also es gibt teurer, die werden wir gleich auch filmen. Okay. Und die werden auch noch teurer nächstes Jahr. Okay, super. Also, stellvertretend für alle Mitarbeiter von Switchbike, wie viel habt ihr? Fahrräder. Nee, Mitarbeiter. Mittlerweile 12. 12 Mitarbeiter in Gießen. Ja, einer der ganz großen Fahrradhändler tatsächlich in Deutschland. Ihr seid keine Kette, sondern ihr seid Familienunternehmen. Genau. Du bist der Sohn vom Vater und ansonsten seid ihr auch Meisterbetrieb. Das heißt, ihr habt wirklich viele Marken. Wie viele Marken habt ihr jetzt? Mittlerweile 23 Marken. 23? Genau. Gut. Ja, kann man da noch Service machen? Ersatzteile und alles? Geht das? Wir haben ein Riesenlager jetzt auch außerhalb aufgebaut. Es wird nächstes Jahr ein Problem sein wegen Ersatzteile, aber wir geben unser Bestes, damit alles klappt nächstes Jahr. Sehr schön. Majid, offen und ehrlich, so viel kann ich sagen und mittlerweile kann er sogar wieder atmen, der Lukas. Und auch Dank an dich und wenn sie es haben möchten, ruf nochmal bei dir.
Ich weiß nur so eine Rufnummer. Habe ich nicht. Weiß irgendjemand hier in dem Laden die Rufnummer? Jetzt muss man sagen. 34391, gell? 34391. Die Vorwahl? 064. Keine Ahnung, ich komme. Achso, die Vorwahl von Gießen kennst du auch nicht. Nee, weil ich wohne 15 Kilometer weiter weg. Liebe Gießener, den Laden gibt's seit wann gibt's den? 96 Jahren. 96 Jahren und er kennt noch nicht mal die Vorwahl von Gießen. Sei es dir verkannt, 0641 34393. So, gib mal gerade dem Majid mal bitte die Karte. Ich bin auch fertig merken für das nächste Video. Einfach mal hinten reinstecken, die Hosentasche, denn die Frage werde ich hier öfter mal stellen. Du bitte noch einmal kurz die Rufnummer. 0641 3439. 0641 34393. 34393. Okay, genau. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Das Husqvarna Hardcross HC6 mit allem drum und dran im Monat Januar, und zwar am 8. Januar 2021. Tschüss!